Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Paar von Life is Strange, True Colors. Und natürlich wieder mit der Imli. Moini! Ja, schon im ersten Part hat uns der kleine Ethan erzählt, dass er gerne zu den Minen gehen würde. Ja. Diese sollen aber gesprengt werden. No. Das wusste Alex, unsere Protagonistin, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber jetzt sind wir auf dem Weg, Ethan zu finden. Aber es gibt trotzdem auch gute Nachrichten. Wir sind nicht ganz so sehr unter Druck, wie wir erst dachten, weil das Team der Minenarbeiter wurde informiert und sie wollen die Sprengung auf jeden Fall verzögern, bis sie Eve gefunden haben. Nein. Aber bei unserem Glück wird irgendwas dazwischen kommen, ne? Und das, nochmals. Kann auf jeden Fall sein. Oh, Zombie? Oh. Wie kann der Gummizombie das ungruseligste Ding hier draußen sein? Was? Das wahre Monster ist der Alkoholkonsum Minderjähriger. True so aus dem Meer betrachtet, wirken diese Bergbaugeräte schon ziemlich mörderisch. Hey, Bro. Lass uns bei der alten Mine die Kante geben. Was ein Minenhinweis? Die wollten heute Abend eine Sprengung durchführen. Zum Glück hat Gabe sie noch erreicht. Zum Glück? Sonst hätte das ziemlich tödlich ausgehen können. Erst finden wir Ethan, aber danach mache ich damit auf jeden Fall eine Spritztour. Könnte locker ich sein. Da kommen wir definitiv. Ah, da hinten sind die Boys. Ist mal alles angesehen. Notdürftige Gedenktafel. Bitte. Wow. Oh. Sobald Ethan in Sicherheit ist, stoße ich auch mit an. Wir trinken auf das Wohl von Jed Lucan, der uns hier am 30. Dezember aus der Hölle gezogen hat. Ey, jetzt fehlt den Arbeiten wir ja. Stell dir vor, du sitzt da unten fest. Was ist hier passiert? Heftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter. Wären fast gestorben. Jed führte alle wieder an die Oberfläche. Gott. Ja, und Vorarbeiter Jed wurde zum örtlichen Helden Jed. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen. Und Jed konnte die Black Lantern kaufen. Ha. Huh. Dasselbe Symbol. Ja, den Comic haben wir schon gelesen. Aber vielleicht hilft es uns jetzt trotzdem noch mal weiter, um Ethan zu finden. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Die Uniform der Stadt war anscheinend schon lange tot. Die Spur scheint hier zu enden. Außer hohl. Aha, hier muss er durchgekrochen sein. Müssen wir an den Seiten gucken, ne? Ja. Die Leiche einer Wolkenschlange. Sie muss durch die Decke geschützt sein. Vielleicht, wenn ich eine höhere Ebene erreiche, dann finde ich einen geheimen Eingang. Die. Okay. Keine Spur. Vielleicht sollten wir. Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in seine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Da, das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja, gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen, wenn wir es irgendwie reinschaffen. Komm, wir schauen mal. Okay, Ethans Comic basiert auf diesem Ort. Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. Wenn der Zombie also hier ist, dann... Falls Ethan wirklich dem Weg in seinem Comic folgt, macht es die Suche viel einfacher. Warte, also ist Ethan... Oh Mann. Denkst du, hier ist...
Eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Das hast du im Comic gefunden? Ich versuche das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Auf, Marco! Recken wir Ethan! Ethan ist bestimmt hier lang gegangen, aber wie ist er wieder rausgekommen? Ist er da durch? Das Silo. Wir kommen der Sache näher. Oh, ich habe eine Vermutung. Die gefällt mir gar nicht. Dass wir vom Förderband hoch müssen, ne? Er ist da drauf gesprungen. Und dann darüber. Ja. Oh nein. Das. Ethan ist von hier auf das Förderband gesprungen? Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Ja. Sie ist nicht lebensmüde. Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Ich habe mir auch gerade vorgestellt, wenn mein kleiner Sohn das machen würde und ich würde ihn retten wollen. Ich schaff's aber nicht. Achtung! Schwierig. Schwieriger Lachs. Hey, cool. Du hast die Tür geknallt. Der Laden war also schon eine Todesfalle, als er noch in Betrieb war. Cool. Cool, cool. Nicht auf dem Förderband stehen. Auf einem sich bewegenden Förderband zu stehen und oder davon transportiert zu werden, kann zu Verletzung oder Tod führen. Die Teil von Minengesellschaft haftet nicht für medizinische Kosten, die dadurch entstehen, dass Angestellte die Förderbänder inkorrekt benutzen. Gut. Ich gehe nicht rein, aber weil ich es will. Nicht, weil es da steht. Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Eine tote Krähe. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Das ist ein sehr schlechtes Omen. Eine Matratze pennt hier jemand? Uiuiuiui. Ich glaube, Venor bekämpft bestimmt keine Bettwanzen. Da schlafe ich ja lieber auf dem Boden. Was hat so lange gedauert? Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Wohin als nächstes, Alex? So, dieses Leuchten über den Gipfel hinaus, das muss der Hintereingang der Festung sein. Feanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan!
Ich hab Angst! Ethan, ich bin unterwegs! Moment! Warte. Hier. Ethan? Alles okay? Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme. Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Scheiße. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Ja. Ja, alles gut. Bist du sicher? Wenn nicht, ist auch okay. Nein, alles okay. Weißt du, wenn du das sagst, glaube ich dir sogar. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles glatt. Kinderspiel. Kinderspiel. Halt durch, Ethan. Ich komme. Oh, diese Perspektive ist schrecklich, Leute, ich sag's euch. Also, so wie wir es jetzt gerade gesehen haben, mein Gott, ich hätte panische Angst, das zu machen. Nicht unbedingt nur, weil der Boy Angst hat. Ja, was? Mir passiert nichts. Ich werde nicht ohne dich zurückgehen. Ich bin bei dir, bis wir sicher sind. Hey, Ethan. Ich bin für dich da, okay? Nein! Geh weg! Es ist zu viel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey, konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast? Ich wollte rüber auf die andere Seite. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Ich lass dich nicht fallen, okay? Hast du gesehen, wie ich über den Stamm gelaufen bin? Ich habe ein super Gleichgewicht. Nein, 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 nein. Ich kann hören, dass es da unten ist. Was hörst du? Egal. Erst muss ich ihn hier rausschaffen. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Wir müssen... Es wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Und der einzige Weg, es zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Shit.
Gott, was passiert mit mir? Es ist, als würde ich die Welt durch seine Augen sehen. Oh mein Gott, sind das Clownen? Ich dachte, das Monster jagt. Aber es jagt mich. Sie jagt mich. Okay, er wollte auf Monsterjagd gehen. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Ist da hinten ein Monster gewesen? Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Die neunte Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Okay. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor... Nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Hey! Hey! Ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Sie kommt zurück. Halt das Seil schnaff gehen. Das ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Du musst überhaupt keine Angst haben. Ich hab dich. Was, wenn du loslässt? Nee, lass mich nicht los, Junge. Nein! Hättest du auch Angst vor so einem riesigen Vieh? Wenn ich so sehen würde wie er, ja. Ansonsten nein. Ja, ich hab dich. Ich weiß es nicht. Aber wenn nicht, dann werde ich dich ganz doll festhalten. Versprochen. Okay. Komm, Alex, lauf weiter. Zieh! Marco, zieh! Ich hab mein Bestes. Wow, vor allem man spürt die Spannung halt einfach, weil es so langsam ist. Ja. Aber besser, als wenn wir runterfallen. Ja. Ich will da gar nicht runtergucken. Ethan! Ryan! Alles gut. Halt fest. Ich bin fast da. Durch. Alles klar. Geschafft. Ich hab dich.
Escape wahrscheinlich tot. Nein, ich will nicht, dass Escape tot ist. Nein. Der hat auf wunderbare Weise überlebt. Wahrscheinlich nicht, außer sie kann mit ihren Fähigkeiten irgendwas bewirken, aber da sie ja nicht wie Alex, wie Max die Fähigkeit hat, die Zeit zurückzuspulen, wüsste ich jetzt nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, aber das hat mich jetzt auf jeden Fall sehr traurig gemacht. Hier sehen wir wieder die Statistik. Aber das dachte ich mir schon, dass mehr Leute Alex gesagt, also ihren Bruder Gabe erzählt hat, in Bezug auf ihre Kräfte, als wie das im Pflegeheim war. Ich dachte noch, das ist ein bisschen früh dafür, aber wenn es sowieso so vorgesehen ist, dass er natürlich stirbt, dann hätte es jetzt gar keinen Unterschied gemacht, ob er uns geglaubt hätte oder nicht. Krasser Part auf jeden Fall. Ja. Emotional sehr heftig und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass ihr auch weiterhin dabei bleibt und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Life is Strange True Colors. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Tschüdelü, mitü.